Nicht warten können wir damit, die neue Fassung des Erneuerbaren Energiengesetzes zu diskutieren, das die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat. Denn das entscheidet über die Energiewende und damit über unsere Klimazukunft. Zu Anfang hat das EEG Großes geleistet und die Erneuerbaren konkurrenzfähig gemacht. Mittlerweile ist es zu einem teuren, komplizierten Fördermonstrum geworden. Ein Beispiel aus Brandenburg. Windenergie ist der Hoffnungsträger der Energiewende. Doch sie ist schwer berechenbar. Denn bei Windstille gibt es keinen Strom. Bei starkem Wind hingegen wird sehr viel Strom erzeugt. Oft sogar mehr, als die Netze aufnehmen können. Und da sich Strom nicht in großen Mengen speichern lässt, werden Windräder dann abgeschaltet. Das passiert in der Leitwarte der Enertrag, einem der größten erneuerbare Energieerzeuger Brandenburgs. Fast 2000 Windräder werden von hier gesteuert, gewartet oder eben auch abgeschaltet. Bundesweit 3,2 Milliarden Kilowattstunden konnten so allein von Januar bis März 2019 nicht genutzt werden. Damit könnten in der gleichen Zeit 6 Millionen Elektroautos fahren. Ein Windmüller wird für so entgangene Stromeinnahmen üppig entschädigt. Das heißt, ihm kann es egal sein, ob sein Windrad läuft oder steht. Nicht zu dem Gründer der Enertrag, Jörg Müller. Er sucht nach Wegen, diese Windenergie zu nutzen. Im brandenburgischen Nechlin hat er daher vor ein paar Monaten einen Windwärmespeicher gebaut, der alle Häuser des Dorfs beheizt und mit Warmwasser versorgt. Bisher der einzige seiner Art. Wir haben ein Kabel in die Erde gelegt. Ganz normale Stromkabel direkt zu den Windkraftanlagen, das ist ja nicht weit, ein paar hundert Meter. Und hier steht dann eine Trafostation und da wird der Strom umgewandelt in eine kleinere Spannung und damit gehen wir dann in einen Wärmetauscher. Also kann man sich vorstellen wie ein Heizstab, der wird mit Wasser umspült in einem dicken Rohr. Das Wasser wird warm auf 93 Grad und geht mit 93 Grad dort in den Speicher. Mit 8 Stunden können wir den Speicher komplett füllen. Nach 8 Stunden ist er voll und er kann dann 1, 2 bis 3 Wochen lang das ganze Dorf mit Wärme versorgen. Die Bürger der Gemeinde profitieren davon, wie zum Beispiel der Hotelbetreiber Andreas Krieser. Die erneuerbaren Energien werden hier im großen Maße akzeptiert, weil tatsächlich, muss ich so sagen, der Bürger was davon merkt. Bei dem Haus meiner Eltern kann man gut 1.500 Euro Ersparnis im Jahr tatsächlich im Portemonnaie mehr merken. Das ist wirklich so. Also im Gegensatz zu herkömmlichen Öl- oder Gasheizungen sparen wir da wirklich enorm mit Geld. Trotzdem hat die Sache einen Haken. Der Windwärmespeicher läuft nur mit einer befristeten Sondergenehmigung und muss bei deren Ablauf in wenigen Monaten stillgelegt werden. Für dessen langfristige Nutzung müsste das Erneuerbare Energiengesetz geändert werden. Denn bei seiner Einführung im Jahr 2000 hatte man an solche Speichermöglichkeiten noch nicht gedacht. Die Folge? Das jetzige EEG macht eine solche Windwärmeanlage so gut wie unmöglich. Auch wenn die Brandenburger zeigen, Windenergie ist speicherbar, vor allem als Wärme. Und Wärme und Warmwasser machen über 30% des gesamten Energiebedarfs der Haushalte in Deutschland aus. Wir hoffen, dass wir mit diesem Beispiel jetzt erreichen, dass diese unsinnigen Umlagen auf erneuerbare Energie abgeschafft werden und stattdessen lieber auf Öl oder Gas gelegt werden, damit wir den Wechsel hinbekommen von fossiler Energie zu erneuerbarer Energie. Es gibt ja zurzeit eine Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes. Wir versuchen auch da durchzudringen, dass solche Speicher nicht nur ein einziger gebaut werden kann, sondern dass das Gesetz geändert wird, dass man eben sie massenhaft bauen kann. Aber noch ist es uns nicht gelungen. Mittlerweile fordert auch das Land Brandenburg Änderungen am EEG. Im Bundestag setzt sich der Abgeordnete Matthias Miersch für eine rasche Änderung ein. Das Thema Speicherung ist wirklich eine der Schlüsselfragen, die wir klären müssen. Und uns läuft die Zeit weg. Wir sind als einziges Land augenblicklich in der Beschlusslage, dass wir aus Atom und Kohle aussteigen wollen. Das können wir nur schaffen, wenn wir die Erneuerbaren massiv ausbauen. Wir müssen einfach alle nur verstehen, wie einfach das geht. Das Schwierigste an der Energiewende ist ihre Einfachheit. Die Menschen denken oft viel zu kompliziert. Glauben, man braucht unbedingt Öl, man braucht Kohle, um eine sichere Energieversorgung herzustellen. Aber nein, wir können die Schwankungen in Wasserstoff wandeln, wir können sie in Wärme zwischenspeichern. Und dann haben wir auch wieder ein stabiles Energiesystem aus Erzeugung, aus Speichern, aus Verbrauchern. In Nechlin will man nicht warten und geht mit gutem Beispiel voran und hofft auf ein neues EEG.
In Berlin sind wir nun verbunden mit Herrn Professor Volker Quaschning, der erforscht, wie sich die Energiewende gestalten lässt. Herr Quaschning, nun hat das EEG bisher so pfiffige Ideen behindert, wie das mit dem Wärmespeicher da gerade eben. Wird mit dieser Novellierung jetzt alles gut? Na, im Gegenteil. Also wir bräuchten ja dringend genau diese Speicher. Wir wissen, dass gerade bei der Energiewende, wir wissen, dass die Sektorkopplung dort Einzug ziehen muss. Also das heißt, wir brauchen dann auch Strom für den Verkehrssektor. Wir brauchen Speicher, elektrische Speicher, Wärmespeicher. Da hat man wirklich gar nicht dran gedacht, sondern bei der EEG-Novelle, da gibt es wieder einen Haufen Regeln, die es eigentlich den Ausbau der Solarenergie komplizierter macht. Man will vielleicht ein paar Anlagen mehr bauen als in den letzten Jahren, aber auch nicht wirklich signifikant. Und nee, das ist einfach nicht Bestandteil. Das heißt, eine schnelle Energiewende, wie wir sie bräuchten für den Klimaschutz, ist nicht Gegenstand dieser EEG-Novelle. Ich meine, das Ziel der Bundesregierung ist ja, bis 2050 praktisch allen Strom regenerativ zu erzeugen, bis 2030 65%. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Warum sollte das denn nicht reichen? Ja, es klingt nicht schlecht, aber es reicht auch nicht mal fürs Pariser Klimaschutzabkommen. Da wissen wir, dass wir eigentlich schon viel früher klimaneutral sein müssen. Und bei dem Strom guckt die Bundesregierung nur auf den aktuellen Strombedarf. Die sagt also, der Strombedarf wird sich bis 2030 nicht verändern. Und wir wissen, dass ja die Elektromobilität jetzt auch in den letzten Monaten stark zugelegt hat. Das heißt, da boomt das durch. Natürlich brauchen wir dann auch mehr Strom für die Elektroautos. Und wenn wir natürlich den Strom, wie in diesem Beitrag, auch für die Wärme verwenden, ja, dann brauchen wir auch mehr Strom. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, dass diese zusätzlichen Mengen, die wir brauchen, auch dann zugebaut werden. Und das verhindert die Bundesregierung. Und wenn wir uns den ganzen Bereich angucken, dann werden wir im Jahr 2030 mit den Ausbauzielen der Bundesregierung nur 30% Erneuerbare haben. Da ist noch ein ganz, ganz langer Weg bis zur Klimaneutralität. Rechnerisch ist das gar nicht möglich. Ich meine, wie sich der Strombedarf genau entwickeln wird, weiß natürlich keiner. Corona in diesem Jahr hat ja jetzt erstmal den Strombedarf in den Keller geschickt. Ich meine, es sind ja feste Ausbaumengen da vorgeschrieben. Photovoltaik heißt es 100 Gigawatt, Windkraft 90 Gigawatt. Ist es denn nicht sinnvoll oder haben Sie da eine bessere Idee, was man da machen sollte? Na, wir kennen ja mittlerweile die Energieträger, die wir für die Energiewende brauchen. Das werden im Wesentlichen die Solar- und die Windenergie sein. Und wir können auch die Mengen ausrechnen, die wir brauchen, um klimaneutral zu werden. Und das ist einfach bei der Solarenergie viermal so viel, wie die Bundesregierung derzeit bis zum Jahr 2030 plant. Das heißt, wenn die Bundesregierung dann wirklich klimaneutral werden muss, dann müsste sie in relativ kurzer Zeit das, was wir in 40 Jahren dann gebaut haben, vervierfachen. Das wird dann irgendwann nicht mehr gehen, weil wir das Personal nicht haben. Das heißt, wenn ich wirklich die Klimaneutralität, so wie sie versprochen ist, ernst meine, dann muss man auch wirklich die Mengen zubauen und dann muss man es leicht machen, dann muss man die Leute vor Ort abholen, dass wir die Akzeptanz bei der Windenergie steigern, die jetzt erschossen ist. Genau diese Projekte aus dem Beispiel, die müssten wir hier wunderbar vorantreiben. Genau das passiert aber nicht. Aber es ist natürlich auch geplant, weiterhin ja immer größere Mengen an CO2 einzusparen. Das kommt ja auch noch dazu. Oder warum sollte denn jemand bremsen in der Bundesregierung bei diesen Ausbauzielen für die regenerativen Energien? Naja, wir haben vor einigen Monaten beschlossen, dass wir bis zum Jahr 2038 noch Kohlekraftwerke betreiben wollen. Und da muss man natürlich auch in den Gesetzen noch ein bisschen Luft für die Kohle lassen. Baue ich mehr Solar- und Windenergie, dann wird es sehr, sehr schwer für die Kohle, weil natürlich die Solar- und Windenergie, die sind sehr schwankende Energieträger. Dann baut man noch irgendwo einen Wärmespeicher, einen elektrischen Speicher dazu. Dann brauche ich die Kohlekraftwerke gar nicht. Dann kommt es viel früher zum Kohleausstieg. Und das will man offenbar vermeiden. Naja gut, ob wir da überhaupt noch Kohlekraftwerke betreiben werden, ist ja eine andere Frage. Das lohnt sich doch vielleicht gar nicht mehr, wenn der CO2-Preis dann stark angestiegen sein wird. Na, es lohnt sich auch jetzt schon nicht mehr. Also viele Länder gehen anders wie Deutschland viel früher aus der Kohle raus. Man guckt sich Spanien an. Selbst in den USA unter Donald Trump ist der Anteil der Kohleverstromung stark zurückgegangen, weil die Kohle auf dem Weltmarkt gar nicht mehr wirtschaftlich ist. In Deutschland haben wir den Weg gegangen, dass wir einfach hier wirklich Daten festschreiben und auch noch Entschädigungen für die Kohlekraftwerke, sodass es sogar noch einen Anreiz gibt, die Anlagen länger laufen zu lassen. Das finde ich reichlich absurd. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, Herr Professor Volker Quaschning.